Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, Lisas Eintrag vom Tag 20. Zum Abendessen hatte ich Thunfisch aus der Dose. Davon gibt es in der Speisekammer noch einige, neben Hering in Senf, Hering in Tomatensoße und Hering in Öl. Gegen Großmutters Haus und Hof ist das Schlaraffenland Entwicklungsland. Ich hatte den Fisch gerade in eine kleine Schüssel gegeben, da saß Butler Felix, so nenne ich ihn jetzt, auch schon parat. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, den Fisch alleine zu essen, und ließ ihm ein paar Happen in der Dose, die er aber vor der Tür im Hof essen musste. Damit bin ich Forderungen für Nachschlag, jeder, der Katzen hat, weiß, wie penetrant die ausfallen können, aus dem Weg gegangen und konnte selbst in Ruhe essen. Ich habe dem Thunfisch zwei gekochte Eier und etwas Mayonnaise hinzugegeben, Salz und Pfeffer und mir diese Mischung auf drei Scheiben Toastbrot einverleibt. Lecker! Ich werde mir jetzt noch eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank holen, das Schulheft meines Vaters, denn da steht noch mehr drin, das Buch der Menschlichkeit vom Dalai Lama und ins Bett gehen. Ich schlafe heute noch einmal in Gretes Bett. Manchmal, wenn ich die Augen schließe, spüre ich sie neben mir. Das haben wir oft gemacht. Wenn ich nicht schlafen konnte, bin ich zu ihr ins Bett gekrochen und alles war gut. Vor allem nach meinem ersten Liebeskummer, den ich mit 12 und nach meiner Scheidung, die ich mit 32 hatte, war sie die beste Trostspenderin, die man sich vorstellen kann. Oft hat sie mir noch eine ihrer verrückten oder lustigen, manchmal auch gruseligen Geschichten erzählt. Sie hätte wirklich Bücher schreiben können. Wenn ich heute darüber nachdenke, welcher Schmerz schlimmer war, der über Tim oder der über Holger, kann ich es gar nicht sagen. Aber vielleicht sollte man nie etwas vergleichen. Beide Male waren schlimm. Tim, der Mädchenschwarm der Schule, wandte sich schon bald einer anderen zu, obwohl wir uns mal geküsst hatten, was für mich damals so etwas wie eine Verlobung war. Typisch Mädchen vom Land. Da waren die anderen in meiner Klasse auf dem Gymnasium schon weiter, so dachte ich damals. Aber die wohnten ja auch in der Großstadt und mussten nicht täglich 3 Stunden mit dem Bus fahren. Sie konnten nachmittags durch die Stadt bummeln, rauchen, sich mit Jungs in Cafés treffen. Alles, was mir nicht möglich gewesen war. Ich musste auf dem Hof helfen. Heute weiß ich, dass das Beste für mich war. Tja, und mein Mann Holger kam aus vollkommen anderer Mensch aus seinem Afghanistan-Einsatz zurück. Er hatte zwar an einer Traumatherapie teilgenommen und eine Selbsthilfegruppe ebenfalls Betroffener besucht, aber sogar mir hat er nie erzählen können, was er dort so Furchtbares erlebt hat. Ich begreife bis heute nicht, wieso unser Land am Hindukusch verteidigt werden muss. Jedenfalls war es uns nicht mehr möglich, eine Ehe zu führen, so wie vorher. Anfangs bin ich mit großem Einsatz und Rücksichtnahme der Meinung gewesen, ich könne ihm helfen. Vielleicht hätte ich mehr Geduld haben müssen, aber nach 3 Jahren konnte ich einfach nicht mehr. Später kam ich zu der Erkenntnis, dass man selber dabei gewesen sein müsste, um annähernd einschätzen zu können, was diese Männer erlebt haben. Ich hatte mit Großmutter oft darüber gesprochen und sie meinte dann irgendwann einmal, dass auch ich das Recht dazu habe, ein glückliches Leben zu führen. So wie meinem Mann sei es Tausenden von Männern ihrer Generation ergangen und die hätten nicht die Möglichkeit gehabt, eine Therapie zu machen. Sie möchte sich gar nicht vorstellen, was diese Männer erlebt hätten. Auch ihr Erich hätte nie darüber reden können, nur über so Dinge wie tolle Kameradschaft. Darüber hätte er manchmal erzählt. Aber seinen Orden hätte er schließlich nicht für Kameradschaft bekommen. Sie hätte sich auch gar nicht getraut, tiefer nachzubohren, weil sein Schmerz und auch seine Scham so offensichtlich war. Aber Holger und ich hatten immerhin 2 wunderbare Jahre gehabt. Heute bin ich für diese Zeit dankbar und auch darüber, dass es damals mit der Elternschaft nicht geklappt hat. Obwohl Grete nur zu gerne Uroma geworden wäre. Ich weiß noch, wie sie reagiert hat,
als ich ihr Holger vorgestellt hatte und muss heute noch darüber schmunzeln. Er hatte brav seine Blumen überreicht und noch nicht einmal seinen Mantel ausgezogen, als Grete hinter seinem Rücken grinsend beide Daumen nach oben gezeigt hatte. Zunächst hatte ich gedacht, die Daumen hätten dem Strauß Margeriten gegolten, weil das ihre Lieblingsblumen waren, das hatte ich ihm natürlich verraten. Aber später hat sie mir einmal gesagt, dass ihre Begeisterung wirklich nur Holger gegolten habe. Gerade blühen übrigens wieder die Margeriten im Garten und Grete hätte ihre helle Freude daran. Wenn man mir vorher gesagt hätte, dass ich einmal einen Leutnant der Bundeswehr heiraten würde, hätte ich ihn sehr wahrscheinlich ausgelacht. Aber wir hatten uns auf einer Unifete kennengelernt, auf der auch Ehemalige eingeladen waren, und da hatte er keine Uniform an. Mich hatte seine zurückhaltende, besonnene Art besonders angesprochen, die so ganz anders war als die meiner Kommilitonen. Nach diesem Abend war mir schon klar gewesen, dass ich diesen Mann eines Tages heiraten werde, eigentlich schon nach dem ersten Blick in seine blauen Augen. Wenn ich jetzt darüber tiefer nachdenke, habe ich Holger vielleicht gewählt, weil Grete einen Bruder im Krieg verloren hatte und ihren Mann, den Erich, ja auch irgendwie. So aus Solidarität zu ihrem Schicksal, meine ich. Denn Holger war ja auch im Krieg gewesen und ebenfalls auf eine bestimmte Art und Weise gefallen. Inzwischen weiß ich, dass zur Liebe vieles gehört. Abwehr, Ressentiments, Heimweh, Nostalgie und in einem anderen Gefühlskomplex wieder etwas ganz anderes. In Schlagern ist es leider nur noch Liebe in ihrer dümmsten, schnulzigsten Form. Aber Schlagertexte beschreiben in der Regel auch immer nur die Zeit vor einer Beziehung oder die Zeit danach. Nie, worauf es ankommt, eine Beziehung auch zu leben. Vielleicht liegt es daran, dass die Autoren der Texte das auch nicht wissen. Ich habe einmal gelesen, dass die schönsten Liebesgedichte von Menschen geschrieben wurden, die nie eine Beziehung hatten. Was mir alles wieder einfällt, ist schon erstaunlich. Das ist einer der Vorteile dieser Zeit. Ich komme zur Ruhe. Auf dem Schiff ist das praktisch unmöglich. Holger ist übrigens wieder verheiratet. Ein Jahr nach unserer Scheidung hat er eine Sozialarbeiterin kennengelernt, ich glaube in einer seiner therapeutischen Maßnahmen. Und bald darauf war sie seine Frau. Sie wollte nicht, dass er noch weiter Kontakt zu mir hält. Ich akzeptiere das natürlich und wünsche beiden, dass ihnen geholfen wird. Mehr werde ich dazu nicht schreiben. Nur noch so viel. Holger wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Jetzt höre ich wirklich auf, aber das musste noch raus. Es ist 2 Uhr und Felix ist wahrscheinlich auf Brautschau. Ende des Kapitels.